Patch Notes sind raus und es wurde einiges verändert. Und das leider nicht nur zum Guten. Also, es gibt Veränderungen im Game, die zum Beispiel, ja, solche kleinen Veränderungen hier oder solche kleinen Bugs betreffen. Es platscht nicht mehr so hart, es macht nicht so komische Spritzer und wir haben, gucken wir mal hier mit der, jawohl, es platscht richtig, richtig gut. Also, es funktioniert wieder und das Wasser oder die Spritzer sind nicht oben irgendwo im Himmel, sondern es platscht jetzt richtig und ich glaube, der Sound ist auch nicht mehr so ganz heftig. Das ist auch schon mal gut, dass, ja, so soll das, dass das wieder gefixt ist und dass das richtig funktioniert. So soll das sein. Wir gucken mal kurz rein in die Patch Notes, die sind gar nicht so umfangreich, kurze Info nur dazu. Es wurde ein Fehler bei der Berechnung der benutzerdefinierten Futtermischung bei den Rezepten behoben. Da gab es wohl den Fehler, dass man da keine weiteren machen konnte. Ich war da eh irgendwie schon voll und hatte da eh mit den benutzerdefinierten Futtermischen schon lange nichts mehr rumhantiert. Also, wenn man da nichts mehr machen konnte, das sollte jetzt wohl wieder funktionieren mit den Futtermischen. Dann wurde korrigiert bei Posenrouten, dass die Vorfächer jetzt quasi mit berechnet wurden. Das heißt, wenn wir jetzt hier einen Vorfach dran hatten von 60 cm und da war mal ein schwerer Fisch dran, dann hang der eben doch nochmal sehr, sehr weit unten. Und man konnte den nur ganz schwierig mit dem Kescher auch noch bekommen. Das wurde jetzt auch quasi behoben. Das heißt, wenn man jetzt eingekurbelt hat, hat man eben dann doch noch mal ein bisschen weiter eingekurbelt. Und dementsprechend haben wir dann eben das Vorfach oder haben wir den Fisch ein bisschen weiter oben. Und der ist nicht so tief, wie das Vorfach eben lang ist. Also das wurde ein bisschen behoben, was einfach nur ein kleiner Vorteil ist. Was ihr vielleicht gerade schon gemerkt habt, ich habe mich verklickt. Da kommen wir gleich zu. Tastenbelegung, ganz, ganz schlimmes Ding. Gucken wir noch mal kurz rein in die Patch Notes. Was haben wir noch? Die Installation von Rollen der Größe 4000 und 5000 an Casting-Routen der Medium-Light-Klasse ist jetzt möglich. Das ist ein Ding. Und da haben wir es auch schon direkt. Das heißt, wir gucken mal eben kurz rein. Wir haben hier eine Medium-Light-Casting-Route. Eine Medium-Light-Bait-Cast-Route. Und hier haben wir jetzt die Information, 2000, also Low Profile, die ganz dünnen, die man auch beim Ultralight verwendet, 2000er Rollen, 3000er, 4000er, 5000er Rollen. Das ist nice, das ist richtig gut, das ist wirklich schön, denn das, ja, er bringt einfach noch ein bisschen mehr Möglichkeiten. Denn wenn wir hier schauen, wir haben hier bei den Round-Profile-Rollen jede Menge von den 4000ern und 5000er-Rollen, die man halt so gut wie gar nicht verwenden konnte, die quasi nicht wirklich viel Sinn gemacht haben. Aber es gibt eigentlich keine 3000er, also 2000er und 3000er-Rollen, die man ja fürs Medium-Light eigentlich brauchte oder fürs Light. Jetzt haben wir die Möglichkeit, jetzt macht Medium-Light Sinn, beziehungsweise im Casting-Bereich Sinn. Hier gibt es natürlich so ein paar besondere, also ein paar Spezialexemplare gibt es natürlich auch hier als 2000er, aber da sehen wir ja auch preislich ganz anderes Dingen, also das ist natürlich deutlich höher. Aber jetzt die normalen Casting-Routen kann man jetzt auch mal mit einer normalen Rolle hier bestücken. Und hat dann eben hier die Möglichkeit, 4000er, 5000er Rollen eben auch drauf zu machen. Das ist richtig gut und das ist eben auch passend. Das heißt, wir haben eine Route mit einer gewissen Tragfähigkeit, also im mittelschweren Bereich, Medium Light, und haben dann eben auch hier passende Rollen jetzt dafür. Kann man also ganz gut verwenden jetzt. Dann wurde die Game Engine auch noch überarbeitet. Das heißt, da gab es ja, ein Update sozusagen zur Game Engine. Aktualisierung und ja, ich klicke mir hier schon wieder, ich verklicke mich hier auch schon wieder. Es gibt Änderungen auch bei den Tastenbelegungen. Das ist eine ganz wichtige Sache, denn die führt zu ganz viel Verwirrung gerade. Mit dem aktuellen Patch haben wir die Tastatureingabe auf das
universelle US-Layout geändert, um in naher Zukunft eine größere Überarbeitung der Steuerung und Benutzeroberfläche vorzubereiten. Also klingt danach, als ob da bald was passiert, was sehr gut ist, denn es gab immer mal wieder auch Einstellungen oder es gibt so ein paar Einstellungen, die halt irgendwie fehlen und es wäre halt schön, wenn das ein bisschen komplexer ist, dass man verschiedene Sachen besser einstellen kann. Das wäre schon nice. Was hat das für Folgen? Zum Teil, also für uns als deutsche Spieler hat das ziemlich, also hat spürbare Folgen, sagen wir es mal so, man merkt es schon. Zum einen ist Y und Z vertauscht. Das ist bei manchen Sachen kein Problem. Mal eben hier reinziehen den Brocken. Aber es gibt eben da auch das Problem, dass wir eben andere Sachen jetzt gerade nicht nutzen können. Zum Beispiel Numlock können wir nicht verwenden. Also die Verwendung vom Nummernblock beim automatischen Einkurbeln. Ich hatte das ja auf die 0 gelegt mit Shift. Das ist halt mittlerweile nicht mehr möglich. Also 0 Shift, dann hat er automatisch eingekurbelt. Das ist jetzt gerade nicht möglich. Wenn du eine englische Tastenkombination kennst, für eine englische Tastatur sozusagen, gerne in die Kommentare reinschreiben. Ich habe gerade auch schon gesucht. Ich habe ein bisschen durchforstet auf Reddit und weiß der Geier wo. Ich habe selbst mir indischsprachige YouTube-Videos angeguckt. Nichts Passendes dazu gefunden. Katastrophe. Aber es wird doch irgendwo eine Möglichkeit geben, diese Numlock-Funktion auf einer englischen Tastatur irgendwie zu aktivieren. Das muss es doch irgendwie geben. Also, das wäre halt interessant. Ansonsten, klar, man kann immer noch auf der 0 einkurbeln oder die rechte Maustaste verwenden. Das habe ich immer noch auf 0 und Komma. Am Nummernblock ist einfach super praktisch. Also nutze ich einfach auch weiterhin noch so. Was aber ein Problem ein wenig ein Problem ist, manche Spieler haben eben auch Route abstellen und sowas auf den Nummernblock gelegt. Das führt wahrscheinlich oder es gibt bei manchen Spielern eben das Problem, dass es nicht geht. Genauso stehen wir jetzt davor und wir sehen natürlich jetzt hier gerade, dass wir nicht mit Y die Schnur straffen. Das ist jetzt gerade Z. Also Z drücken, Schnur wird gestrafft. Und man kann es eben auch gerade nicht einstellen. Wir können es auch gerade nicht umstellen. Auch so ein Punkt. Diese Umstellfunktion fehlt gänzlich im Game. Es gibt auch nicht die Möglichkeit, beim Zoom zum Beispiel auf Z zu drücken, dass er dann Y macht. Oder wir drücken auf, wenn wir auf Y drücken, dann ist es halt Z. Also, hoppala, das wollen wir nicht. Abbrechen. Also, das heißt, wenn wir in die Steuerung gehen und bei Zoom, wenn wir das umlegen wollen, Z jetzt auf Y übernehmen, dann ist halt der Zoom immer noch da. Also es ändert sich einfach nichts. Ne? Also da tut sich nichts, denn das Z bleibt das Z. Und wenn wir auf Z drücken, bei mir passiert da gar nichts, vielleicht ist es bei dir anders. Z ist bei mir jetzt gerade auf Y. Die Z-Taste ist bei mir gar nicht gerade belegt, warum auch immer. Aber das geht nicht. Ansonsten gibt es kaum Schwierigkeiten. Wie gesagt, hier ist es einmal das Y. Dann haben wir natürlich auch nochmal das Y beim Verkaufen von Ware. Also wenn wir am Shop stehen, wollen etwas verkaufen, was wir gerade vielleicht falsch gekauft haben, dann drücken wir natürlich nicht Y, wie es da steht, sondern Z. Und dann hat sich das auch erledigt. Und sind quasi dann da drin und können gerade eben fälschlich gekaufte Artikel einfach wieder verkaufen. Nehmen wir das hier mal eben, zack, gekauft. Dann können wir eben hingehen und sagen, nee, hab mich vertan, wollte ich doch nicht haben. So, zack, dann ist es wieder weg. Also im Großen und Ganzen alles nichts, was gravierend ist. Es ist gerade ein bisschen schwierig, aber hoffen wir doch einfach mal, dass dann demnächst Tastenbelegungen richtig gut einstellbar sind, dass wir quasi alle Möglichkeiten haben, bald alles so einzustellen, wie wir es wollen. Ob es das Zoomen ist, das Laufen, vielleicht auch das automatische Einkurbeln wieder. Das wäre natürlich schon nice. Ich nutze das sehr, sehr, sehr viel. Also, ich bin gespannt, was passiert. Ja, wie gesagt, wenn du eine Info oder eine Tastenkombination kennst, wie man automatisch einkurbelt auf einer englischen Tastatur, die wir ja jetzt gerade alle nutzen, also mit
Nummernlock und Nummernlock aus und an und aus geht es auch nicht. Alles schon probiert. In die Kommentare schreiben. So viel dazu. Petri Lümmels, rausziehen die Brocken. Toi, toi, toi. Es wird schon.